Ich arbeite viel am Computer und dort habe ich darüber nachgedacht, über bestimmte Funktionen, die er hat. Es werden Massen an Informationen jeden Tag da drauf gespielt und ich muss diese Informationen in irgendeiner Weise verarbeiten. Es werden Ordner angelegt, es werden Mails empfangen und bearbeitet, Texte geschrieben und hin und her gelöscht oder verarbeitet, gespeichert oder was auch immer man mit diesen ganzen Informationen tut. Und dann dachte ich über diese Taste Entfernen nach. Viele Sachen, die in meinen Computer auf meinen PC kommen, die lösche ich einfach, weil sie haben nichts mit meinem Leben zu tun, sie interessieren mich nicht und manche möchte ich einfach gar nicht haben. Spams zum Beispiel möchte ich nicht auf meinem Computer haben. Und manche Sachen haben ja auch die Eigenschaft, dass sie mir zugeschickt werden und sie haben Viren dabei und könnten mein ganzes Betriebssystem eigentlich lahmlegen. Ich habe darüber nachgedacht, über diese Taste Entfernen oder über diese Funktion Papierkorb. Das ist vielleicht für dich jetzt ein bisschen lustig, aber denk darüber nach. Unser Herz, unser Leben hat manchmal genau diese Dinge auch. Wir haben bestimmte Erlebnisse gehabt, bestimmte Dinge gehört oder selbst gesagt und die sind auf dieser Festplatte unseres Herzens wie abgespeichert. Jemand hat zu uns etwas Komisches oder Unangenehmes oder Negatives gesagt und das merke ich mir, kommt sofort die Reaktion. Oder das werde ich der aber noch mal sagen. Das haben wir festgehalten, fest aufgeschrieben, damit wir es nicht vergessen. Und wenn die Person kommt, dann wird sie das aber genau hören. Da sind Bilder aus der Vergangenheit, die sind wie fest gebrannt auf diese Festplatte unseres Herzens. Ungute Dinge, die einfach mit abgespeichert werden, genau wie gute Dinge. Aber wir haben vergessen, bei den unguten Dingen diese Löschtaste zu betätigen. Heute ist ein Tag, wo ich dir empfehlen möchte, mal auf deinen persönlichen Herzenscomputer zu schauen. Was hast du da für Ordner? Was hast du da für Listen angelegt, wo du mit Datum und Uhrzeit und die Personen und was sie gesagt haben und wie sie reagiert haben, wo du das festgelegt hast, wo du das in einen Ordner reingeschoben hast. Und jedes Mal, wenn du in dein Herz reinschaust oder wenn du ganz ruhig zu Hause sitzt oder wie auch immer die Gelegenheit ist, dann kommen dir sofort diese Erinnerungen, diese Bilder, diese Worte, diese Antworten. Und heute kann ein Tag sein, wo du mal die Dinge anschaust und bereinigst. Du holst sie vor und dann verschiebst du sie in den Papierkorb oder du löschst sie. Das ist ganz wichtig, damit wir von dem alten Ballast, von diesen negativen Dingen, von diesen unguten Dingen wie Zorn, wie Hass, von Redensarten, was auch immer es ist, dass wir davon wegkommen. Und dass wir die guten Dinge behalten. In der Bibel steht, dass wir den guten Dingen nachsinnen sollen. Nicht die Dinge, die aus der Vergangenheit so negativ uns immer wieder angreifen wollen. Heute ist ein Tag, wo du das tun kannst. Vielleicht zurückziehen. Einfach mal einen Raum von Ruhe und Abgeschiedenheit aufsuchen. Ich weiß, dass das manchen ganz, ganz, ganz schwer fällt, einen Raum zu schaffen, wo man mit sich selbst und mit Gott alleine ist, wo man sagt, Herr, du darfst jetzt mir alles zeigen, was da in meinem Leben an negativen Dingen gespeichert ist. Ich will das nicht mehr behalten. Ich will das wirklich löschen. Ich will das auslöschen. Und Gott ist treu. Gott ist treu, dass er dir dabei hilft, dass du die Dinge loslassen kannst, löschen kannst, sie wirklich abgeben kannst an ihn. Und ich glaube, dass du dadurch eine ganz neue Freiheit empfängst, dass du viel leichter durchs Leben gehen kannst. Vielleicht ist mit diesem Löschvorgang auch ein Vergeben gemeint, dass du jemanden vergeben musst, dass du Schuld begleichen musst oder abschneiden musst aus deinem Leben,
dass du Dinge bereinigen musst, die einfach aus der Vergangenheit oder von gestern oder von heute Morgen oder wann immer sie in dein Leben gekommen sind, dass du sie loslassen oder löschen musst. Denn das wird dir eine Freiheit schenken, die du dann in deinem Leben ganz neu empfangen kannst. Die kann dich ganz neu mobilisieren, die kann dich ganz neu auf ganz neue Wege und ganz neue Kraft bringen. Einfach, dass du mit dem Heiligen Geist das mal anschaust und dann daraus hervorgehst und ganz viel neue Kraft hast. Ich wünsche dir, dass du mit Jesus dir Zeit nimmst, heute genau das durchzugehen. Und ich wünsche dir, dass du erfährst, genau in dem Punkt hat Gott mehr für dich.